Hallo meine lieben Warhammer 40.000 Fans da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Warhammer 40.000 Mechanicus, immer noch im, ja, Vorschau-Let's Play, könnte man sagen. Wir haben uns das letzte Mal die verschiedenen Einheiten angeschaut und auch die verschiedenen Magi, die wir haben und auch die verschiedenen Technologien und jetzt wollen wir uns mal eine der fortgeschrittenen Missionen geben. Los geht's! Aha. Aber ich habe jetzt also eigentlich geklickt. Ich würde erwarten, dass da was passiert. Oder muss ich jetzt hier was machen? Oder muss ich auf einen der Magen? Warte mal, New Equipment Available. Wo muss ich hier eigentlich klicken? Frage ich mich gerade eben, damit ja was passiert. Spiel. Muss ich da draufklicken? Ah, hier so geht das. Wieder was gelernt. Ich mache das gerade eben wirklich zum ersten Mal. Memories of the Void. Lord Agrolek, Master of Necron Fleets, kept records of his war exploits deep in the tomb. Tech Acquisitor Skevola has requested they be retrieved to aid in gathering intelligence on the Necrons. Retrieve Agrolek's war records. Also wir müssen sozusagen seine Kriegsaufzeichnungen von diesem Agrolek, diesem Typen da, ne, diesen Necron-Boss da uns irgendwie unter den Nagel reißen. Als Belohnung würden wir einen Solar-Atomizer bekommen. Das ist eine richtig krasse Wumme. Wow. Okay, und darüber hinaus auch noch 1730 Daten. The mission will expire in 5 deployments. Ah, okay, das heißt, dass die Missionen sind also wirklich auch zeitlich begrenzt. Das heißt also, so wie es aussieht, wird in Zukunft es so sein, dass wir hier verschiedenste Missionen haben, die wahrscheinlich parallel sind und alle sind irgendwie wichtig und alle geben unterschiedliche Boni, aber man kann halt nicht alle machen. Okay, wir werden uns diese Mission geben, oder? Was gibt's hier noch? Hier ist der When the Stars Are Wrong. At Lector Dogmatis urging demolish the chamber containing the bulk of the Lord Ecropus. Astronomical knowledge. This will destroy a trove of the alien knowledge and will certainly have consequences for those who wish to save such things instead of seeing it destroyed. Okay, also er möchte im Grunde eher das Wissen der Dinge zerstören. Hier bekämen wir den Torsionskanone und darüber hinaus auch noch hier auch ein paar Daten, aber deutlich weniger. Haben die anderen auch Missionen? Ne, die anderen haben nicht Missionen, so wie es aussieht. Okay, also ich würde mich jetzt eigentlich ganz ich würde erstmal diese Mission angehen, weil die Daten, die wir da haben, gucken wir mal, was passiert. Ich frage mich, wir können auch mal gucken, ob das jetzt ja auch ein Pfad ist, den wir einschlagen, oder ob wir beides machen können. Da bin ich mal gespannt. Here we choose which tech priests and troops to take on a mission. Use left mouse button, ja. Use a right mouse to remove a unit. Also die ich jetzt auswähle, nehme ich mit. Ah, das kostet mich jedes Mal hier Gedöns. Deswegen ist es so wichtig, diese Datenpunkte zu haben. Wen will ich mitnehmen? Okay, jetzt wäre es natürlich hilfreich zu wissen. Immer, ich möchte diesen Explorer haben, der konnte so geil laufen. Sekutor. Damage. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich kann wahrscheinlich immer zwei mitnehmen und dann noch so ein paar Dingens, ne? Oder kann ich mehrere von denen mitnehmen? Alle mitnehmen? Kommt mir irgendwie ein bisschen übertrieben vor. Ich nehme die jetzt einfach mal alle mit, wenn das Spiel sagt, ist cool. Was möchte ich? Wir probieren mal neue Truppen aus. Wir nehmen jetzt hier mal so ein Ranger Alpha. 2 bis 3 Schuss. Das ist ein Nahkampftyp. Nehmen wir mal so einen mit. Und nehmen wir mal so ein Skitari Alpha mit. Oder? Ja, doch, so ein Skitari Alpha. Die kosten aber deutlich weniger. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das jetzt so schlau ist, was ich gemacht habe. Die Kosten sind jetzt hier 340. Aber wenn das klappt, ist ja alles gut. Shroud, warte mal. Select your canticle. Increases allies energy armor by 1. Gain 3 cognition points. Restore 3 health points on all tech priests. Ich nehme jetzt das hier mit. No canticles available. No! No! Wie gemein! Okay, ich kann es nicht mitnehmen. Tomb of Agrolek Opportunities.
Tantalizing, tempting, plus 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 potential for intelligence or Necron enemy. I am not averse to knowing our enemy, Scaevola, as long as doing so is worth the risk to our personal. Risk is justified. Hypothesis retrieval. Lord Agrolek kept records of exploits as fleet master. That does sound illuminating. Do they still exist? Skitaru report, data medium library located. Presence of Agrolek's war records, probable. As I suspected. Also, wir gehen davon aus, dass wir wissen, wo er seine Kriegsaufzeichnungen hat und wollen sie uns jetzt rausholen. Und Faustinus hofft, dass es die Sache wert ist. I have plotted the location of the chamber, Magos. The Skitari are holding the perimeter at best they can, but the Necrons are pushing back hard. Situation conclusion. There is much worth defending. Valuable objects confirmed. Let us hope that is true. Capra, can you, your Skitari, hold the line until the cohort can reach the target chamber? If we can achieve this objective quickly, yes. What is it you hope to find? Knowledge, Subdominus. Of course. The cohort is ready to advance, Magos. Gut. Es scheint hier wirklich nur erstmal da reinzugehen. Und danach gibt es eine Aufzweigung. Was haben wir hier? Situation Analysis Processing. Analysis complete. Imperative follows. Acquire it. So, this chamber contains a slab of glossy, glass-like black material, possibly repository of data. It might be part of Agrolek's collection of military accounts. Return. Take the slab for return to the Caestus Metallicum oder Reconnoitre? Soll das Französisch sein? Take the time to thoroughly search the chamber oder ransack. The slab must be a decoy. Demolish the walls of the chamber to find the real hidden bounty. Ich würde mal sagen, wir untersuchen das Ganze erstmal. Das kann es ja wohl nicht gewesen sein. This chamber contains... warte mal, was war das? Formulating positive reinforcement statement. Excellent work, Magus. Was ist das jetzt hier? Das hier bedeutet Awakening. Ah, oh, wir haben also einige von ihnen erweckt. Wir haben allerdings jetzt auch einen Cognition Point bekommen und Data geerntet. Das heißt also, wir haben jetzt mehr Feinde dadurch jetzt hier erschaffen. Uiuiui, also es ist auch eine strategische Entscheidung, was wir tun. Ich habe so etwas gehofft. The pedestal is wired to an explosive rig to go off when the slab is moved. Though the cohort spends a lot of time with their research, they are able to deactivate the body trap and remove the slab. So, dann müssen wir wohl weitergehen. Ich würde mal sagen, ich habe keine Ahnung, was, für was dieses Plus steht. Wir können uns ja mal hier dieses Netzwerk... Boah, guckt euch das mal an, was das hier für ein Netzwerk ist. Also, es hat ja schon geheißen, dass diese Dinge hier uns näher an unsere Ziele bringen. Das erste war relativ nah, aber es war unwahrscheinlich, dass es das Richtige ist. Gehen wir mal da rein. Was wir da jetzt finden. Wahrscheinlich Feinde, oder? Device. Ah, ich kann das aufrufen. This panel controls a heavy door leading to a treasure room beyond, which is filled with cognition. If we can work out the right commands, then we can reap the rewards within. Okay, ich muss jetzt also herausfinden, das richtige Zeichen rausfinden. Ja, ich cancel das jetzt mal ganz, ganz kurz, denn ich glaube, wir wissen das schlicht und ergreifend noch nicht. Wir wissen das noch nicht. Also warum sollte ich das dann riskieren? Gehen wir lieber mal darüber. Also wir müssen also jetzt erstmal rauskriegen, was für ein Zeichen. Necrons Awakening! Suspect activity detected. The Necrons are waking in response to our presence within the tomb.
As you travel through the each tomb, defense systems will start activating. This increases the difficulty of the mission. The longer you spend in a tomb, the harder the mission becomes. Oh, fuck my life. Exploring the depth of the tomb isn't without reward. There are many trinkets to be found for those willing to dig deeper. Okay. Wir werden es wagen, Leute. Wir werden es wagen. Device. Oh Gott, many female ports cover the outer shell of the Necron panel. Perhaps interfacing could improve the team's performance? Ich habe keine Ahnung. Wollen wir einfach mal ganz blind draufklicken? Wisst ihr was? Speichern kann ich gerade eben nicht. Ach, wie nett das Spiel ist gerade eben zu mir. Lasst einfach mal das hier wählen. Keine Ahnung, was passiert. Okay, ich habe jemanden aufgeweckt. Habe dafür allerdings auch ein bisschen Daten bekommen. Okay. Vielleicht hätte ich das hier auch machen können. Wir gehen weiter. Hier haben wir wieder ein Device. Wieder dasselbe. Ich nehme mal das linke. Oh, das war nicht gut. Ich habe noch mehr von denen aufgeweckt. Wo will ich hin? Lass uns mal hier hingehen. Passiert irgendwas? Necrons Awakening. Nochmal einer. Extra Necrons in Battle. Oh, das sind jetzt auch schon welche. Zum Glück sind wir viele. Okay, kill all enemies. Wie viele sind das? Es ist ein Spider, es ist ein Flayed One und ein Immortal. So, der hier kann Nahkampf, das heißt, der geht dahin. Der kann keinen Nahkampf, der hier kann Nahkampf, der geht dahin. Der hier kann Nahkampf. Der hier kann keinen Nahkampf und der hier kann keinen Nahkampf. Deswegen stelle ich die, die keinen Nahkampf können, jetzt mal hier hin. Die stelle ich jetzt wirklich mal so hin. Beziehungsweise den stelle ich da hin. Warte mal, wer von denen kann am meisten weitesten schießen? Das ist 12 Meter. Ich möchte einen haben, der wirklich weit schießen kann. Das ist 15 Meter, das ist 8 Meter. Der soll erstmal das hier einsammeln. Das heißt, ich kann den... Warte mal. Ja, der geht da hin. Halt. Ach, da hat er noch mehr. Ach, du ahnst es nicht. Das ist noch Praetorian. Wir sollten aber vielleicht erstmal die hier einfach ausschalten, dann haben wir weniger Stress mit den anderen. Oh nein. Oh nein. Das sind keine normalen Necron-Krieger mehr, möchte ich an dieser Stelle einfach mal betonen. Ich kann den schon mal hier jetzt untersuchen, schon mal schauen. Der hat 15 Leben. Gut, jetzt nicht mehr. Nur noch 14. Kann ich direkt auf den schießen? Was hat denn der? Der hat die Dingens. Also das heißt, dass ich mit einer Energiewaffe ihm direkt Schaden machen kann. Das hier. Plus 2 Damage. Wir benutzen es gleich mal. Und benutzen die Waffe gleich und schießen auf ihn. Machen wir 3 bis 4 Schaden an. Jawohl, das hat sich gelohnt. Das heißt, ich kann mich jetzt hier schon mal hin zurückziehen. Ich gehe mal dahin. Oder? Nee, ich bleibe einfach an der Stelle. Warte mal, ich kann hier einen Canticles verwenden. These are the Canticles available to use in the mission. Canticles can only be used once per mission, so keep it in mind. There might be more fights to come. Okay. Ja, wir haben uns mal angeguckt. Ignorieren wir jetzt mal den Rest. Ich kann aber nochmal schießen, stelle ich gerade fest. Das ist immer geil. Ich guck mal, ob ich bei dem auch Schaden mache. Jawoll! Das hat Schaden gemacht. Free Damage. Das heißt, der hat also eine andere Resistenz. So, der Kollege hat jetzt hier was eingesammelt.
Ich möchte jetzt nicht mehr was über diese Typen hier rausreden. Ich kann sogar drehen, wenn ich gerade feststelle. 19 Leben und begrenzte Rüstung. Command. Reinforce. Ich kann Troop Reinforcement callen. Dann reinforce ich doch mal jetzt hier den Vanguard. Den packe ich direkt mal hier hin. Dann. So, und jetzt kann ich versuchen, auf ihn zu schießen. 2 bis 11 Schaden. Geht nicht. Ich kann aber eventuell versuchen, hier noch drauf zu ballern, ne? Wie groß ist die Reichweite? 15 Meter. Das heißt also, ich kann den einen eventuell gleich ausschalten, wenn ich jetzt hier rübergehe. 2 bis 11. Das könnte für den reichen. Wow, das war diese Waffe, die dann auch noch auf den anderen überspringt in direkter Reichweite. Das hat mir gefallen. Und wir machen gleich den hier hoffentlich voll platt. Ne, nur 4 Damage. Schade. Ich hätte das hier aktivieren sollen. Das hätte sehr geholfen. Warte mal, ich kann hier nochmal Reinforcement callen. Oder? Tatsache, ich kann jetzt alle gleich schon mal herrufen. Dann geht der da hin. Dann. Ich habe also alle meine Truppen jetzt schon hier. Ich kann jetzt hier sogar noch Command Shows between 3. Increase Troops Damage. Ah ne, das geht nicht. Das ist einfach, wenn ich Karnickel, genau. Die Dinge halt verwende. Was macht das hier? Das macht normalen physischen Schaden. Ich will nicht, dass die mich jetzt hier schon kriegen, deswegen ziehe ich mich mit dem hier erstmal zurück. So. Der sollte ja bloß abfangen, wenn er vorbei ist. So, der schießt jetzt. Feuer. Das gab einen Cognition Point. Der ist erledigt. Erster Gegner besiegt. So, was ist das für eine Waffe? 2 bis 3 Schaden. Ich weiß nicht, was er hier alles noch kann. Dieser Blaster fordert ein paar mehr Punkte. Aber das dürfte für den hier reichen. Nee, out of range. Was kann das Vieh eigentlich? 14 Lebenspunkte haben und 3 körperliche Rüstung. Okay. Kann ich jetzt auch laufen? Scheint kann der nicht mehr laufen. Weil ich das gemacht habe, ne? Out of range. Ne, ich bin hier drin festgebackt. Allows to extract one directly from a target. Das geht auch nicht, das ist zu weit weg. Schade, was kann ich hier machen? Bless, Chose. Bless. Ja, das kostet halt Gedöns. Okay, dann muss ich damit leben, dass ich hier nicht die Reichweite gerade eben habe. Der hier kann Nahkampf. Ich muss mir überlegen, ob ich hier direkt rangehen soll. Was ist denn als nächstes dran? Der da ist als nächstes dran. Und der da hinten ist als nächstes dran. Dann der da. Okay, die ist noch lange nicht dran. Das heißt, ich kann jetzt ohne Probleme hier rangehen und dieses Scheißvieh im Nahkampf schon mal ein bisschen angehen. Angriff. Um mir so ein bisschen Platz zu verschaffen. So, was kann ich jetzt hier machen? Cognition Point. Collect one Cognition Point. Kann ich direkt mal machen. Von ihm hier. So, was können wir noch machen? Erstmal Nahkampfangriff. Komm. Oh, Critical! Oh, das war gut. Und dann können wir nochmal das hier machen. Ja, das macht überhaupt gar keinen Schaden. Das ist kacke. Das Cooldown? Cooldown haben, ne? Nee, hat's nicht. Probieren wir's mal. Vielleicht kriegen wir da ja auch. Nee, also das macht wirklich keinen Schaden. Ja, der kann aber noch einen Confusion Point jetzt hier collecten. Da drüben. So, das heißt, wir haben jetzt nochmal ein bisschen Punkte hier angesammelt. Das ist der Target, has a 75% zum Miss. Was ist Attacks until the next turn? Aktivieren wir jetzt mal. Ach nee, ich kann's. Ah, mach so den hier. Also ich kann den jetzt hier debuffen. Okay, end turn. Au. Boah, das hat den gleich schon mal umgefetzt.
Das war nicht gesund. Also gut, ich kann nur bis hier gehen. Baller ich vielleicht den jetzt erstmal einfach mal so weg. Wow. Moment. Beide Waffen sind ziemlich tough. Was hat der für eine Rüstung, der Typ hier? Ich wünschte mir, ich würde das sehen. 3. Also wenn ich jetzt das hier verwende, ist der weg. Ach Gott, es geht einfach in eine Richtung. Yo, vorbei mit dem Vieh. Es gab einiges an Punkten. Ja komm, den Punkt nehmen wir uns jetzt hier noch und gehen auf den zu. Klatschen im Nahkampf weg. Also wir sind ziemlich tough, Leute. Wir sind richtig, richtig tough. Ich kann noch bis hier laufen. Ich gehe tatsächlich hier hin. Der kann ziemlich weit schießen. Wie weit geht das? Geht das bis hier? Nein, das geht nicht bis hier. Okay, dann deaktivieren wir mal. Oh Gott, was... Okay, der kann fiese Dinge. Sag auch bitte nicht, dass er noch angreifen kann. Oh, 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 oh. Fuck. 4 Schaden im Nahkampf. Der kann auch Nahkampf und der kann schießen. Ich, warte mal, ich kann erstmal schießen und dann in den Nahkampf gehen, die Bastard. Und ich kann ihn erstmal scannen, ob sich das lohnt. 9 Lebenspunkte und Energierüstung. Das würde physischen Schaden machen. Ich könnte erstmal den hier wegbamsen oder erstmal dem. 3 bis 5 Schaden. Ach komm, wir bamsen den hier einfach. 5 Schaden gemacht und jetzt gehen wir an ihn ran und töten ihn. Das waren immerhin 3 Schaden. So, jetzt sind wir auf jeden Fall hier im Nahkampf mit ihm. Was kann ich da machen? Benediction chose between 2 Carnicles. relevant, okay. End turn. Okay, der ist wenigstens langsam. Der regeneriert langsam. Und jetzt kommen auch noch Scarabs, ich fasse es nicht. Es wird schlimmer, bevor es besser wird. So, wer ist jetzt dran? Der ist jetzt dran. Der kann seine Waffen nicht verwenden. Was total doof ist für uns gerade eben. Ich möchte hier hingehen. Im Cognition Point. Ne, warte mal, das ist der Machine Ghost, der jetzt hier so Stress macht bei der Waffe. Potenziell. Ich möchte den jetzt hier wegfolzen. So, der ist weg. You've killed a Necron with a unit with a critical hit. Das wissen wir schon. Wenn sie kritisch getötet werden, dann sind sie ganz schnell weg. Da kann ich draufballern. 3 Schaden. Ne, 1 Damage. Keine Ahnung. Und dann beenden wir den. Der kann gerade mal. Ich muss eigentlich gucken, ob ich den hier irgendwie wegbekomme, diesen dicken da. 2 bis 11. Kann ich den treffen? Ja, den kann ich treffen. Und dann machen wir mal dieses Ding hier an. Use. Feuern auf den. Feuer frei. Keine Ahnung, wie viel Schaden ich gemacht habe. Ich hoffe, es hat ihm wehgetan. Oh, er bewegt sich. Geh weg! Der kommt näher, wenn man auf ihn schießt. Finde ich das gut? Nein, finde ich nicht. Wir ziehen uns mal zurück vor dem. Kann ich dann nochmal auf den schießen? Nee, aber ich kann den jetzt wegmachen. Der muss ja auch weg. So, was kann ich da noch machen? Ja, man kann jetzt irgendwas anlocken, das auf jeden Fall... Become the priority target of the enemy. In range, in the games. Ja, es hat nur Range 5 Meter, das hilft mir halt gar nicht. Command, hilft mir jetzt auch nichts. Okay, End Turn. Der schießt jetzt... Warte mal, nee. Mit dem gehe ich jetzt hier hin. Und schieße jetzt auf das da. Oder auf das da? Auf das da.
Wesen erledigt. Sehr gut. Und dann wird sich die Runde schon wieder beenden. Der hat auch keine Nahkampfwaffe. Kann auch nichts machen. Ich muss mich echt vor diesen Viechern zurückziehen, habe ich so das Gefühl. Oder? Ne, ich bleib mal hier stehen. Ich aktiviere das hier. Zumindest mal so wahnsinnig. Und der muss weg. Ist der tot? Ja, der war tot. Wir haben dadurch jetzt kognitive Punkte bekommen. Einen immerhin. Da drüben gibt es auf jeden Fall auch nochmal Punkte, deswegen gehen wir da hin. Ich möchte diese kognitiven Punkte haben. Ich hoffe, dass da keine Gegner mehr auftauchen, die mir irgendwie Keks gehen werden. So, wir können dahin gehen, holen uns diesen kognitiven Punkt. Die nehmen wir ja mit in die nächsten Runden. Der ist sau schnell, das gefällt mir. So. Der kann sonst nichts mehr tun. Endturn. Oh oh. Das waren 2 Schaden. Zum Glück hat der 4 Rüstung. So, Cognition Analysis. Schicken wir mal hier das Ding hier rüber zu ihm. Was kann das? Oh, 19 Lebenspunkte. Okay, wir wissen jetzt, was die grob können. Heals, Punkte, warte mal. Wo will ich hin? Da will ich hin. Wie weit kann das Ding schießen? Das hier schießt sehr weit. Trifft ihn hoffentlich hart. Für 12 Schaden. Uff, die Effekte sind mega geil. So, ich könnte ihn jetzt nochmal wegballern, aber ich tue es noch nicht. Beende die Runde hier. Der hier kann sie tatsächlich selbst heilen. Ich möchte das mal probieren. So, er repariert sich selber. Was ich sehr, sehr gut finde. Er geht jetzt hier in die Offensive gegen dieses Scheißvieh. Kann aber nicht schießen. Dann ist der dran, der ist schon down. Der macht nichts mehr. Okay, so am Ende. Da kommen noch mehr Scarabs. Wie schön. Genau auf das, was ich gewartet habe. Mein Leben ist dadurch nicht besser geworden. So, wir sammeln jetzt sofort den Cognition Point. Wir können ja schon mal unsere Punkte hier holen. Die hier. Schaden machen mit diesen kleinen Mistkeksen. Ja, der Maschinengott wird jetzt hier gleich nicht mehr unbedingt begeistert sein, dass wir da drauf schießen. Was haben die nochmal hier von der... Die Critical Strike. Okay. Nice. Jetzt gibt's halt einen Cooldown drauf. Und... Da komme ich nicht hin. Da komme ich nicht hin. Aber da kann ich hin, wie meine draufbrennen. 100% Chance für einen Crit. Und tschüss. Was? Doch nicht tschüss. Okay. Der hält mehr aus, als er aussieht. So, den Cognition Point holen wir uns natürlich. Das ist echt... Nein, nein, nein. Es ist echt dringend erforderlich, dass man die Punkte... schnell wie möglich hier out of range. Also im Grunde permanent eigentlich sammeln, ne? Sonst hast du echt Trouble. Feuer. Critical, erledigt. Dürften es geschafft haben. No threats remaining. Uiuiui. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben nur einen von unseren Normalos da rausgeholt. Jetzt wissen wir auch, warum die kaum Punkte geben. Oroxenus Lifeforms Purged. 50 Data... Dafür, dass der Kampf eigentlich relativ hart war, kommt mir das wenig vor. Also, meine lieben Freunde, wir machen übermorgen weiter. Wenn ihr wollt, seid dabei.
Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und ade.